Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Beim letzten Mal sind wir hier auf der Route 5 stehen geblieben und ich denke, ohne große Umschweife machen wir einfach mal an dieser Stelle weiter und gehen in den nächsten Trainerkampf. Im hohen Gras trage ich immer Shorts. Interessant. Übrigens, beim letzten Mal hatte ich relativ viel Glück, ihr habt es ja mitbekommen. Mein Akku hat sich dem Ende zugeneigt. 10 Sekunden nachdem ich den Part beendet habe, ist der Nintendo 3DS einfach mal ausgegangen. Relativ Schwein gehabt. Jetzt hängt auch noch mein Ladekabel mit dran. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das hier gerade für ein Kabelsalat hier vor meinen Füßen ist. Ist nicht ganz einfach, sich hier so einigermaßen bequem zu positionieren. Man muss ja irgendwie einen Blick auf den Monitor und auf den Nintendo 3DS haben. Und wieder hat Fraps so seine Probleme, obwohl ich es neu gestartet habe. Da muss ich mal in nächster Zeit gucken, was da eigentlich los ist mit dem Programm. Hatte ich auch schon mal in den letzten Aufnahmen von anderen Spielen so meine Probleme gehabt. Aber für euch uninteressant. Interessanter ist, dass Yoshi Level 19 erreicht und wir diesen Teenager besiegt haben. Ich war von den Grashalmen abgelenkt, die meine Beine gekitzelt haben. Dafür gibst du mir jetzt Geld, für diese freche Aussage. Für diese Behauptung, die nicht stimmt. So, ich denke, wir sind schon relativ weit vorgeschritten auf der Level 5. Auf der Route 5, auf der Level 5. Oh, geht schon wieder gut los hier. Da ist noch ein Zerschneiderbaum. Und ich glaube, da war noch ein Item, das versperrt ist. Kommen wir momentan nicht ran. Und dieses Mehikel interessiert uns auch herzlich wenig. Deswegen hauen wir mal ab. Nimm die Füße in die Hand. In die Hand und renne weg. So rum. Neue Pokémon scheint es hier in diesem Gras auch nicht zu geben. Von daher schaue ich mich nicht so genauer um. Toll. Den Kampf hätte ich mir dann auch noch im letzten Part gönnen können. Wobei, ich habe ja gerade erzählt, dann wäre der Nintendo 3DS ausgegangen. Ich höre auf zu labern, denn wir erreichen endlich die nächste Stadt, Vanitea. Und kaum haben wir einen Fuß in diese Stadt gesetzt, bekommen wir eine Holo-Nachricht. Von wem? Vielen Dank, dass du dich für den Holo-Log entschieden hast. Der Holo-Log wurde im Labor von Floor Delis entwickelt, um den Alltag der Pokémon-Trainer zu erleichtern und zu bereichern. Wir hoffen, dass du mit dem Gerät zufrieden bist und weiterhin seine Dienste in Anspruch nimmst. So, das war jetzt die Holo-Nachricht, oder was? Ja, okay. Ich bin sehr zufrieden mit dem Holo-Gerät. Hier haben wir erstmal ein Pokémon-Center, wunderbar. Das wollte ich auch als allererstes aufsuchen. Batterieleistung lässt nach, willst du mich verarschen? Ich habe den Akku hier angeschlossen. Das ist gerade sehr merkwürdig. Nicht, dass das Ding jetzt hier gleich ausfällt. Hä? Also bei meinem alten, normalen Nintendo DS war das so, wenn ich den gleichzeitig am Akkugerät laufen habe, also das Aufladegerät am Aufladen habe, dann konnte ich problemlos immer nebenbei noch spielen. Für die, die ein Nintendo 3DS besitzen, schreibt mal in die Kommentare, ist das normal? Obwohl der, wie gesagt, am Akkuladegerät angeschlossen ist, trotzdem dieser Hinweis hier kommt, geht das möglicherweise gleich wieder aus. Warte, was war das denn jetzt für eine Nachricht? Ich wollte eigentlich hier ins Menü, um eben schnell abzuspeichern. Ey, das macht mich jetzt ein bisschen fuchsig. Und allgemein habe ich auch so das Gefühl, dass der Akku vom Nintendo 3DS sehr, sehr kurz ist, oder? Ich habe jetzt vielleicht maximal, nicht mal, 3 Stunden am Stück gespielt und da war der Akku, obwohl er am Anfang voll war, war der schon wieder leer. Ist das normal? Hält der Akku von Nintendo 3DS nur 3 Stunden? Könnt ihr mich natürlich jetzt auch im Internet informieren, aber könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich da nicht so aus. Mal gucken, was der Supermarkt hier so zu bieten hat. Ich könnte mal ein paar neue Pokebälle kaufen. Ich nehme gleich mal 10 Stück. So, ich glaube, Tränke haben wir momentan. Ja, haben wir genügend. Nehmen vielleicht noch einen. Wobei, brauchen wir auch nicht. Haben wir genügend da. Aber Schutz, das wäre doch mal nicht verkehrt. Nehmen wir mal 7 Stück. 7 ist eine schöne Zahl.
So, haben wir es auch schon mal wieder fertig hier und reden erstmal mit den Leuten. Das war ein Schock, als das Wetter plötzlich mitten im Pokémon-Kampf umgeschlagen hat. Ist das ein dezenter Hinweis, dass sich das Wetter verändern kann? Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Namensbewerter so früh begegnen. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, tja, soll ich die Spitznamen aller Pokémon bewerten? Nö. Aber gut zu wissen, in Manitea ist also der Namensbewerter, wenn wir einfach mal den Spitznamen ändern möchten. Aber momentan möchte ich erstmal bei diesem Team und bei diesem Namen auch bleiben. So, wer lungert hier denn noch so rum? Sind rote Anzüge im Moment der letzte Schrei? Er trägt einen roten Anzug. Es ist alles so friedlich in letzter Zeit, aber ich frage mich, ob das auch so bleibt. Das ist ja fast gereimt, mein alter Kollege. Okay, schauen wir uns mal in Manitea um. Da sagte hier der Professor, die Batterieleistung ist fast erschöpft, willst du mich verarschen? Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie alle 5 Minuten eben schnell das Spiel zu speichern. Aber ich bin einfach mal... Wow, was ist denn hier für eine Punker-WG? Ich habe jetzt auch keine Lust, alle 5 Minuten das Spiel zu speichern, aber ich bin mal so mutig und spiele einfach weiter. Also wenn jetzt die Batterie tatsächlich ausfällt, dann verliere ich den Glauben. So, was seid ihr hier für eine Gemeinschaft? Hey, was geht ab? Ich heiße Oliver. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, was ich hier mache? Ich verwalte die Boxen im PC. Krasse Sache, oder? Und zwar hat mich Ben aus Kanto darum gebeten. Aber es kann ja dir ja egal sein. Schnapp du hier nur Pokémon und Pokémon und fütter die Boxen. Sag mal, willst du mir vielleicht was fragen? Nein. Achso, hier gibt er uns nochmal ein paar Infos über die Boxen und so weiter, aber das wissen wir. Okay, dann wissen wir auch schon mal, wer der neue Inhaber der Boxen hier ist. Oliver hieß du, glaube ich, ne? Dieser PC fungiert gleichzeitig auch als Server. Achso, hier können wir auch unser Dingens-Menü aufrufen. Olivers PC, okay. Oliver heißt also der Boxenverwalter in dieser Edition und Region. Und wer seid ihr für Schnepfen? Viel Spaß mit Raub. Achso, die TM-Raub. Also es lohnt sich echt, mit jedem hier zu sprechen. Man weiß nicht, was man für Items so bekommt. Raub verursacht Schaden und steht das Item des Gegners, falls dieser eins bei sich trägt. Der Anwender selbst darf aber auch kein Item tragen, sonst klappt der Diebstahl natürlich nicht. Und was sagt deine Zwillingsschwester? In jedem Pokémon-Center gibt's PCs, oder? An denen kannst du auch deine Trainer-Promos überarbeiten. Echt jetzt, das bringt's voll. Ja, gut zu wissen, das wusste ich jetzt nämlich allerdings auch noch nicht. Wenn wir eine Promo erstellt haben, das werde ich aber irgendwann mal off-air erledigen, dann kann man die auch an jeden Pokémon Center PC ändern. So langsam sollte der faule Fries... Fiesfral. Nein, der faule Vielfraß natürlich wieder auftauchen. Wer denn? Keine Ahnung, wie du meinst. Hast du wahrscheinlich gerade mit deinem imaginären Ich gesprochen. Hier, das schenke ich dir. Empfehle deinen Freunden dafür bitte, Vanitea zu besuchen. Ja, was man nicht alles hier so geschenkt bekommt. Hyperball, danke. Warum nicht? Vanitea, die Stadt mit altmodischem Charme. Charme, Charme, Charme. Ich mache ja Let's Plays mit Charme und Schmarm. Das scheint eine Art Hotel hier zu sein. Alter, wenn jetzt noch einmal diese Meldung kommt, das geht mir echt auf die Eier hier. Willkommen im Hotel Vanitea. Ich bin der Gastronom-Portier, Concierge, Page und die Reinigungskraft in Personalunion hier. Sprich, das hier ist ein Mannbetrieb. Momentan bin ich der Koch. What the fuck? Na, das möchte ich mal sehen, wie du den Laden als One-Hit, One-Man-Wunder hier führen willst. Hallo, Kleines. Datiri. Chi-chi-chi-ab. Ja. Du hast den weiten Weg nach Vanitea auf dich genommen, also bekommst du auch was dafür. Wir bekommen wirklich allerlei in den Arsch geschoben. Nur weil wir so ein hübsches Model sind. Na, lass auch einmal gucken, ne? Lass einmal gucken. Dafür, dass du mir den Hyperheiler gegeben hast. So.
So, ansonsten ist hier auch nicht viel los. Kein Wunder, dass du es schaffst, ein Hotel ganz alleine zu führen. Wenn hier keine Gäste sind, ist das auch nicht allzu schwer. Wobei, hier ist einer. Wer bist denn du? Die Carlos-Region ist zwar schön, aber meine Heimat ist auch total toll. Wir haben da diese Stadt, die ist einfach... Ach, das musst du mit eigenen Augen sehen. Ah, Batterie, hör auf. Wie heißt denn die Stadt? Kann sie mir nicht ansehen, wenn du mir nicht erzählst, welche Stadt du meinst. Oh my goodness. Nicht du. Hey, so sieht man sich wieder. Wie läuft's, altes Haus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und trage das Wort für... über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser mal nur zur Sicherheit. Soll ich dir die O-Kraft erklären? Nein, danke. Hey, alles klar. Du weißt eben Bescheid, altes Haus. In diesem Sinne empfange meine Kraft. Mehr Miteinander. Oh mein Gott. Mr. Miteinander hat dir seine O-Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Spezialangriffkraft Level 1 benutzen. Spezialangriffkraft erhält den Spezialangriffswert. Denk daran, du kannst über das PSS auf die Urkraft zugreifen. Und je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte im Level an. Also setze sie am besten schön fleißig ein. In diesem Sinne, ich werde dich mal wieder langsam verschwinden lassen. Ich werde verschwinden und so. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Oh mein Gott, er erzählt jedes Mal denselben Mist. Oh, ich will ihn nicht wieder begegnen. Warum habe ich ihn überhaupt angesprochen? Das geht auf die Stimmbänder, meine Fresse. Bloß raus hier. Das ist nicht mehr feierlich. So, alter Batterie, hör doch mal auf. Sorry, wenn euch das nervt. Mich nervt es mindestens genauso wie euch. So, gucken wir hier weiter. Mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Hallo Reisende, hier für deine Pokémon. Wir bekommen hier fast echt von jedem etwas, ne? Bärensaft. Dankeschön. So, in dem Haus waren wir noch nicht. Ach, was bist du denn für ein Vieh? Ach, du bist diese kleine Katze, dich habe ich auch schon gesehen. Miau. Oh, dieses Vieh finde ich so süß. Das wird definitiv auch ins Team kommen. Definitiv. Das habe ich mir zum Ziel gesetzt. Hi! Seine alte Lordschaft war sehr großzügig, was man vom König im Palast nicht gerade behaupten kann. Hier ist also ein Palast. Stimmt, hatte der Professor auch angesprochen. Heute bin ich bei allen Pokémon vom Typ Normal ein besonders... Heute habe ich bei allen Pokémon vom Typ Normal ein besonders gutes Gefühl. Zeig mir bitte ein Pokémon vom Typ Normal. Habe ich eins dabei? Yoshi ist ja auch Typ Normal. Zählt das? Wow, du hast ja tatsächlich eins bei dir. Ich habe ein echt gutes Gefühl bei den Pokémon. Zur Belohnung darfst du dir eine Beere aussuchen. Hast du auch ein gutes Gefühl bei den Pokémon? Okay, von den Typen können wir anscheinend jeden Tag eine Beere bekommen. Amrena Beere war gegen Paralyse. Maron gegen Schlaf. Pirsif gegen Gift. Fragia gegen Verbrennung oder gegen Frost, und Wilbier war dann entweder Frost oder Verbrennung, das andere, was halt nicht von der Fragia-Beere ist. Und wir nehmen eine Maronbeere. Unsere zweite Beere. Du bist eine Wucht, komm doch morgen auch wieder, ja? Mal schauen. Und wir haben eine eigene Köchin hier, Haushälterin. Hier lebt schon. Herzkonfekt. What the hell ist denn das? Kommt bald wieder. Also fast jede Person hier in dieser Stadt gibt uns irgendwas. Meine Herren sind hier gastfreundlich. Aber was zur Hölle ist denn Herzkonfekt? Und wo finde ich das? Herzkonfekt. Ein süßer Schokosnack, der die KP eines Pokémon um 20 auffüllt. Okay. Ich vermute einfach mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich vermute mal, das steigert auch die Sympathie, oder? Sollte also Markus mal angeschlagen sein, gebe ich dem mal das Herzkonfekt. Aber es ist mal reine Vermutung von mir gerade. Da steht ein Typ am Ausgang der Stadt, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter. Hier können wir runterspringen. Huch, habe ich jetzt gemacht. Ach, die Karte aus Versehen aufgerufen. Haben wir auf die Schnelltaste jetzt gelegt. Ah, hier ist ein Item.
das wir nicht gebrauchen können. Ein X-Angriff. Vielen Dank für nix. So. Wir sind doch von rechts gekommen, ne? Genau, wir könnten auch nach unten lang. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Hä? Wo führt der Weg denn da unten dann hin? Da oben kommen wir wahrscheinlich zum Schloss, nehme ich an. Chateau Tristeux. Ist das das Schloss? Ja, sieht so aus. Eine kleine Burg vielmehr. Und fast jede Stadt, ist mir auch schon so aufgefallen, hat so einen Brunnen im Zentrum stehen. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier ist nur ein kleiner Schleichweg. Ah! Nadine findet das Item Sternenstück. Sehr schön. Können wir verkaufen. Bringt ganz gut Asche ein. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in dieses Schloss Chateau Tristesse oder so. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Der Professor hat uns ja vorgeschlagen, hier nachzusehen, ob man hier nicht noch etwas zum Thema Mega-Entwicklung herausfinden kann. Hallo, Lady Anne! Und sie ist natürlich auch hier. Was ist denn? Ihr kennt euch? Zwei Besucher im Chateau Tristesse, das ist selten. So viel war hier schon lange nicht mehr los. Das ist sehr traurig. Dieses Schloss, oder besser gesagt Chateau, war früher das Anwesen einer adligen Familie. Es ist vielleicht ein wenig heruntergekommen, aber das liegt an seiner langen Geschichte. Im Laufe dieser langen Geschichte haben die Schlossherren die meisten ihrer Besitztümer an die Leute verschenkt. Das merkt man an dieser Stadt auch irgendwie. Alles sehr geberfreundlich. Deswegen ist es hier drin so leer. So viel dazu. Was denn? Das war's? Gibt es hier denn nichts, was mit der Mega-Entwicklung zusammenhängt? Hä? Nein, das ist alles. Ende der Geschichte. Was bitte ist die Mega-Entwicklung? Hm. Und wer bist du jetzt schon wieder? Mein Herr, es ist wieder da. Es? Ach, ist es etwa schon wieder so weit? Nicht, dass ich irgendetwas dagegen tun könnte. Ich muss jetzt los zur Route 7, aber lasst euch ruhig Zeit und seht euch noch hier etwas um. Was ist denn da los? Worum geht's da wohl? Wollen wir nicht auch zur Route 7 gehen? Ich weiß nicht. Sollen wir uns hier erstmal umsehen? Eine prachtvolle Vitrine. Na, schauen wir uns erstmal kurz um hier. Vielleicht finden wir irgendwas. Da geht's nach oben. Ich vermute mal ganz stark auf der anderen Seite ebenso. Ach, Batterie, lass mich doch mal in Ruhe. Ich glaube, ich speichere mal wieder zwischendurch. Geht ja sehr schnell in der Edition. Von daher sind wir jetzt erstmal wieder gesichert im doppelten Sinne. Und da liegt ein Item. Ein Fluchtseil. Ob wir das hier jetzt unbedingt gebrauchen können, mag ich mal zu bezweifeln. Im Bücherregal stapeln sich mehrere aktuelle Zeitschriftenausgaben. Okay, hat also nichts mit Geschichte hier zu tun. Nur so eine kleine Leseecke. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schlafgemach. Ah, finden wir hier noch irgendwas? So ein Geheimschalter oder so? Chateau Tristesse in vergangenen Tagen. Okay, okay. Na komm, wir legen uns jetzt erstmal aufs Ohr, oder? Auf das Bett möchtest du nicht Platz nehmen. Ist dir das zu edel, gute Nadine? Ist das Bett zu gut für deinen Hintern? Ich glaube nicht. Okay, mehr können wir hier anscheinend auch schon nicht erforschen. Dann gehen wir halt wieder runter und gucken mal, was auf Route 7 da so los ist. Während Sanna hier einfach wie blöd Brot stehen bleibt. So, zurück in Vanitea. Nein, keine Live-Begegnung. Mann, geht mir doch alle nicht auf den Sack. So, lässt du mich durch? Du nimmst das Chateau Tristesse bestimmt ganz anders mal als ich. Wir sind schließlich grundverschiedene Menschen. Und das schließt du woraus? Naja, mir egal. Route 7, Rivière Promenade. Emmanuel Rivière ist auch ein Fußballspieler vom AS Monaco. Auch bekannt als Rivière Promenade. Okay, Route 6. Ist das jetzt hier Route 6, wo ich mich drauf zubewege oder... Das ist etwas irritierend. Lady Anne, hier entlang. Okay, uns wird automatisch die Route 7 gezeigt.
Ah, okay, ich verstehe. Route 7, das sah erst wie ein Pfeil aus, der nach oben zeigt. Aber Route 6 ist da oben. Wir müssen erstmal zu Route 7. Auch wenn das zahlentechnisch nicht der Reihenfolge entspricht. So, wohin müssen wir denn genau? Ah! Oh! Da liegt etwas Dickes im Weg. Hey, DN, was ist das? Was das ist, meine Freunde? Ich glaube, wir wissen zwar alle, bloß die gute Sanna nicht. Aber trotzdem, des Rätsels Lösung erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Y. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.